ich mal ein kleines Recyclingprojekt starten. Und da habe ich mir überlegt, ich habe das schon mal gemacht mit einer alten Pizzapackung, einer Plastikpizzapackung vom Aldi. Und den Link dazu, zu diesem Video, lasse ich euch oben in der Ecke da. Und heute möchte ich sowas wie das hier benutzen, ähnlich wie das. Das ist jetzt nicht das, was ich benutze, aber das sind Deckel von Joghurtbechern. Die könnt ihr benutzen. Ihr könnt aber auch Fleischpackungen benutzen oder andere Verpackungsmaterialien aus Plastik. Und wenn ihr Glück habt und ihr seid vorsichtig beim Rauslösen, könnt ihr die sogar mehrmals verwenden. Jo, ich hoffe, ihr habt Spaß am Recycling. Es kostet nicht viel Geld. Wie gesagt, es ist Abfall. Diese Dinge sind umsonst, mehr oder weniger. Man würde sie sonst in den Mülleimer schmeißen. Und ich denke, in der heutigen Zeit ist Recycling gar nicht so schlecht. Ich hoffe, es macht euch Spaß und freue mich, wenn ihr mir einen Kommentar und einen Daumen hoch da lasst. Ciao! So, ich habe jetzt hier von so einer Bärchenwurst, wie ihr seht, für Kinder, den Deckel genommen. Und da sind solche, ja, Wülste drinnen. Die habe ich einfach mit dem Cutter abgeschnitten, damit die einfach nicht in der Form zu sehen sind. Aber vorsichtig, die Cutter sind meist sehr scharf. So, ich habe mein Porcelino jetzt gemischt und schütte es in meine Form rein. Schüttel dann noch ein bisschen an der Form, dass die Luft, die sich unten gesammelt hat, nach oben bewegt, und dann müsst ihr das nur noch fest werden lassen. Wenn ihr ein Video haben wollt, wo ich genau erkläre, wie ich das mache, lasst mir doch einfach einen Kommentar unten in der Box. Leider habe ich ein bisschen von meinem Filmmaterial verloren, wo ich das zeige, wie ich das anmale. Aber ich habe jetzt einfach mit meinem Gloss-Varnish Glitter gemischt und habe die Augen, die Ohren schon angemalt und mit Acrylfarbe die Schnäuzchen gemacht von den Bärchen. Und ja, das muss man dann jetzt einfach trocknen lassen. Ich lasse euch alles, was ich benutzt habe, unten in der Beschreibungsbox. Und also hier seht ihr, ich habe jetzt Glitter reingemacht und habe da meinen Gloss-Varnish dazu gekippt. Und ich lasse, wie gesagt, alles in der Beschreibungsbox, was ich verwendet habe, etc. pp. Wenn ihr Fragen habt, lasst mir einfach einen Kommentar da. Ich beantworte die dann. Ich bemale mir jetzt also meine Gesichter von diesen Bärchen mit ein bisschen Glitter. Und der Gloss-Varnish ist durchsichtig. Das heißt, am Schluss wird man nur noch den Glitter sehen. Jo, ich lasse euch das mal laufen und jo. So, jetzt ist alles trocken und ich habe, wie ihr seht, da schon einen Strich gemacht gehabt im Auge mit einem Edding-Stift, aber das verläuft mir, wenn ich das Harz drauf gieße. Deswegen habe ich jetzt dann doch Acrylfarbe genommen. So, ich habe dann noch ein paar Highlights in die Augen gemacht, dass das einfach ein bisschen lebendiger aussieht, und dann geht's ans Harzen. So, ich begieße das jetzt mit Harz und fülle einfach die Vertiefungen auf. Verschmiere das Harz auch noch über die Kanten drüber, damit einfach alles mit Harz bedeckt ist. Und ja, dann ist das eigentlich auch schon fertig. Thank you.
Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Das zeigt YouTube, dass die Leute interessiert sind an den Dingen, die ich tue, und das befähigt mich weiterhin, tolle Videos für euch zu machen. Dankeschön! So, hier sind die Bärchen fertig und ich hoffe, es gefällt euch. Es sind nicht die besten Ergebnisse. Ich hätte das vorher noch ein bisschen versiegeln müssen, das Porcelino, aber nächstes Mal wird es besser. Ciao!